So, guten Morgen. Wir sind heute zu einem kleinen Ausflug am Sonntag zum IKEA. Genau. Und dann gucken, was es hier gibt. Tata. Richtig, genau. So, nachdem wir bei IKEA jetzt erstmal Hunger gehabt haben, haben wir beschlossen, was zu essen. Ja? Und sitzen jetzt hier an einem schönen Tisch und essen Köttbullar und Spaghetti. Mit Salat. Folge 2. Leckel oder nicht leckel? Ich glaube eher, das wird leckel. Das wird leckel. So, nachdem wir jetzt anfangen zu essen, probiere ich jetzt einfach mal so einen Köttbullar, ob der so schmeckt wie hier in Deutschland. Ja, genau gleich. Vermutung wird im Flugzeug um die Welt geflogen. Dann die schmecken deine Spaghetti. Ziemlich gleich wie in Italien auch und in Deutschland. Beachte im Hintergrund, die Chinesen essen alles mit Stäbchen, unter anderem auch die Spaghetti. Ja, und man isst sogar die Croissants mit Stäbchen. Das ist auch interessant. So, unser Abenteuer IKEA ist zu Ende. Eigentlich wollte man nur einen Dreifachstecker kaufen. Aber auch in China ist es so, dass es ein offensichtliches Kaufgas gibt, das ausgeströmt wird. Und was haben wir gekauft? Wir können nichts dafür. Wir können nichts dafür, richtig. Wir können gar nichts dafür. Es ist einfach nur viel geworden. In diesem Sinne, bis später. Ja, jetzt sind wir an der U-Bahn angekommen mit unserem Giraffel. Mal sehen, was die an der Sicherheitskontrolle sagen. Bis gleich. Also, wir gehen jetzt durch die Sicherheitskontrolle. Ja. Also ich bin durch. Da kommt Papa sein Korb. Haben wir es geschafft, hä? Ja, ging doch.